Nicht so viel besiedelt hier im Süden, aber Lombok gehört zu einer der am dichtesten besiedelten Inseln Indonesiens. So, da sind ja die drei Inseln wie Java, Bali und Lombok. Ja. Die sind die drei Inseln, die ziemlich dicht besiedelt sind. Ja. Und wir wurden damals auch von hier aus umgesiedelt, die Leute, also die Einheimischen, in die anderen Inseln wie Sumatra, Borneo oder Sulawesi. Sulawesi ist ja Celebes, ja? Also das ist ja auch schon eine große Insel im Indonesien, also im Norden. Ja, ja, hier die vielen, da wird es gegraben irgendwie, sieht aus, ja? Also dieser Berg da, also wie gesagt, auch das ist wieder die Bergarbeit, ja? Also um Gold zu gewinnen. Ja? Büffel, Wasserbüffel, ja, sind auch schon oft hier zu sehen. Ja. Das heißt, das Leben hat sich noch nicht viel geändert. Ja. Also das heißt jetzt in dem Dorf, abseits von dem Tourismus, ja, da leben die Leute noch sehr traditionell. Ja. Ja. So, da müssen die dann auch schon immer Futter suchen für die Vieh zu Hause. Ja. Also für Büffel oder Kühe, Ziegen. Ja. Da haben die noch so als Haustiere bei uns, ja, aber das ist mehr zum Schlachten oder mehr zum Kaufen, ja, zum Verkaufen. Ja. Das heißt, wird dann auch schon von Baby aus dann aufgezogen. Dann, wenn die dann groß sind, die werden dann verkauft, ja, und als ein kleines Geschäft für die Einheimischen. Es ist auch schon ziemlich trocken hier im Süden. Ja. Da ist erst kein richtiges Bewässerungssystem für das Land gibt. Ja. Also das heißt hier weniger, also keine Reisfelder oder wenige Reisfelder. Ja, also dann sind ja mehr Reisfelder dann im Zentral-Lombok zu sehen, wenn wir dann hoch zu dem Berg fahren. Aber hier sind auch schon welche da, aber nur halt dann
manchmal zur Trockenzeit, dann kann man ja nicht viel machen. Aber dann hier zum Beispiel, da sind ein paar Felder. Ab und zu sind auch schon was da, so wie Mais, ja, oder vielleicht Tabak auch, ja. Aber jetzt fängt es gerade schon an zu regnen, ja. Ja, eine gute Zeit für einen Tabakanbau. Ja. Dann werden die vielleicht noch gleich so Reis angebaut, ja. Also vielleicht, ja, wir haben den meisten Regen im Dezember, ja, November. Ja. Hier ist dann aber ziemlich trocken, aber, ne, also im Süden. Ja. Dann, ihr seht auch schon die Häuser der Einheimischen, so einfach, nur einfache Häuser. Auch, die haben auch schon Geschäfte an der Straße da, als neben die sind schon Reisbauern oder Bauern, und aber man auch schon ein kleines Geschäft hier zu Hause mit den Kiosks da, und sind viele Häuser auch einfach gebaut, manchmal auch schon geflochtenen Bambuswände und auch schon ungepflasterte Wände auch, ja, also noch nicht so richtig fertig hier sind die Häuser, ne? Aber da sind jetzt schon, sind auch schon zufrieden damit, ja. Wichtig für die Einheimischen, dass sie dann auch schon die vier Wände haben, ja. Oder auch schon, dass die dann auch zum Schlafen können. So ein einfaches Leben, ja. Für die Einheimischen. Und billiges Leben, sowas, ne. Aber Strom haben die auch, schon Fernseher haben die, ja. Nur halt ist dann traditionell oder so einfach ist es dann. Ja. Ja, traditioneller Markt direkt an der Straße, ne? Das ist nur zu bestimmten Tag, ja? Gibt es ja nur zu bestimmten Tag, dass die Straße oft dann auch schon voll ist, ja? Dass man auch schon schwierig vorbeifahren kann, ja? Jetzt ist noch nicht so ganz viel jetzt, ne? Also vielleicht später noch, vielleicht in einer Stunde hat man Schwierigkeiten hier durchzufahren, ne? Es ist voll, weil die Straßen sind voll. Oh ja, so, ja, Küchen, Utensilien, ja. Roller stehen einfach nur mitten der Straße. Traditioneller Markt, ne? Aber das ist ja gut, das ist ja keine Hauptstraße jetzt, ja. Viele Touristen sind, also fahren hier lang, und dann ist manchmal auch für die Touristen auch schon interessant, ne? Ja. Die gucken auch an, ja, was gibt dort, was gibt zu kaufen, ja. Auch schon die Flaschen, ja, auch schon vielleicht nicht normal bei euch, ja? Die Roller können, oder wir als Auto können dann auch da kaufen, ja, Benzin oder das, ja, also Treibstoff einfach, ne? Weil es dann sehr weit weg von der Stadt ist, ja, von der normalen Tankstelle. Dann wollen halt die Einheimischen nicht so weit in die Stadt fahren, um nur 2 Liter, 3 Liter Benzin zu kaufen. Dann zahlen die lieber auch schon ein bisschen mehr hier an den kleinen Tankstelle an der Straße. Ja. Sitzt eine Frau bei uns hier ein bisschen so, weil die dann Sarung trägt, ne? Ja. Kann man ja nicht normal so sitzen auf dem Roller, ja? Da ist auch die andere Frau da, die tragen alle diese Kopfbedeckung, weil die Muslim sind, ja? Die sind viele Muslime, oder? Ja, die sind ungefähr, kann man sagen, 90% sind ja Muslim, ja?
Aber die leben schon auch mit anderen Gläubigen nebeneinander, auch schon sehr gut, ja, also es gibt kein Problem, ja. Nur halt jetzt hier sind überwiegend Muslim, ja, die Leute hier, ja. Hier kommen wir dann jetzt in dem, zu dem ersten Strand hier, Ma Wun heißt es ja. Ist auch schon ein schöner Strand, ja. Dan ya ada yang dapat tiket Pak? Ya. Ada tiket masih. Nah, tiket belum ada laporan baru sini. Ada yang terima kasih. Das meine ich jetzt mit einkassieren, ja. Es wird immer gesagt, für die Sicherheit, ja. Aber manchmal wird es auch nicht viel gemacht, ja. Straße auch nicht gut, ja. Ja, auf Bali auch im Meer? Nee, im Wasser? Nee, noch nicht? Ja. Also nicht. Schnorchelfahrt wäre auch schon schön, Elena und der, ja? Mhm. Ja, also das wäre auch schon sehr angenehm. Also, habt ihr einmal geschnorchelt oder nein? Ja, haben wir schon mal, ja. Auf Bali? Nee. Oh, okay, woanders, ne? Genau, ja. Hier können wir dann reinfahren. Ja, das ist jetzt Ma Wun Strand, ja. Wenn ihr baden wollt, könnt ihr auch schon ein bisschen ins Wasser rein. Nee, wenn nicht, dann können wir später noch schauen, wann, wo